2002 geht in den südwestlichen Stadtteilen Londons die Angst um. Sie erhielt einen massiven Schlag auf den Hinterkopf. Er tötete einfach so. Ein kaltblütiger Killer ist auf der Pirsch. Hinter unserem Haus war eine schmale Gasse. Das war sein Jagdrevier. Und geht auf wehrlose junge Frauen los. Es war klar, dass er wieder zuschlagen würde. Man musste ihn aufhalten. Doch wer steckt hinter den brutalen Überfällen? Er war so voller Wut auf alles und jeden, dass er die ganze Welt töten wollte. Ist das Morden sein Schicksal? Wurde er als Mörder geboren? Walton-on-Thames liegt im Südwesten von London. Hier leben viele Pendler, die die Nähe zur Metropole und gleichzeitig das familienfreundliche Umfeld der Vorstadt schätzen. Der 21. März 2002 ist ein schöner Frühlingstag. Millie Dowler traf sich auf dem Heimweg von der Schule mit ein paar Freundinnen in einem Café. Danach ging sie zur Bushaltestelle gleich gegenüber. Bis auf ein kurzes Wegstück ist der Heimweg von Millie Dowler videoüberwacht. Und was genau auf diesem Stück Weg geschah, wissen wir nicht. Es sind nicht einmal 20 Meter und auf dieser Strecke verschwand sie spurlos. Millie galt als resolut und willensstark. Ganz sicher stieg sie nicht einfach so gegen ihren Willen in ein fremdes Fahrzeug. Sie meldete sich nicht bei ihrer Familie, auch bei keiner ihrer Freundinnen, und sie reagierte auch nicht auf Anrufe auf ihrem Handy. Millie Dowler wurde zuletzt an der Busstation von Walton-on-Thames gesehen. Ihr Verschwinden sorgte für eine landesweite Suchaktion. Die 13-Jährige trug ihre Schuluniform und verschwand kurz nach 16 Uhr am Nachmittag. West Drayton, knapp 20 Kilometer entfernt von Walton-on-Thames. Der 34-jährige Levi Belfield und seine 23-jährige Freundin Emma Mills vollbringen eine gute Tat. Sie hüteten das Haus einer Freundin, die in Urlaub war. Belfield verließ das Haus am Morgen und kehrte abends gegen 23 Uhr zurück, hatte Essen und Bier eingekauft. Die beiden aßen gemeinsam zu Abend und gingen zu Bett. Doch um 3 Uhr nachts sagte Belfield, er könnte nicht schlafen und würde zurück in die Wohnung fahren. Es handelt sich um Emma Mills Wohnung in Walton-on-Thames. Als sie selbst 3 Tage später dorthin zurückkehrt, stellt sie Belfield wegen seines Verhaltens zur Rede. Sie stellte fest, dass er das Bett abgezogen hatte und auch das Bettzeug fehlte. Also fragte sie ihn, was passiert sei. Belfield behauptete, der Hund habe ein solches Chaos veranstaltet, dass er das Bettzeug habe wegwerfen müssen. Mills fragte, und wo ist mein Auto? Ich war in West Drayton, was trinken, und habe den Wagen stehen gelassen. Belfield und Mills fuhren also nach West Drayton, um den Wagen abzuholen. Aber er war nicht da. Emma Mills Wagen taucht nie mehr auf. Trotz Belfields geheimnistuerischen Verhaltens ziehen die beiden kurz darauf gemeinsam in ein Haus in Little Bantry, West Drayton. Ihr ehemaliger Nachbar Guido Loverini erinnert sich an seine erste Begegnung mit Belfield. Das Haus auf der linken Seite mit dem kleinen Jägerzaun war unseres. Levi wohnte nebenan. Zuerst war er sehr entgegenkommend, hilfsbereit, freundlich, zugänglich. Wenn man ihn bat, etwas zu erledigen, tat er es ohne große Diskussionen. Es gab nichts, wodurch er unangenehm auffiel.
Doch schon bald stellt sich heraus, dass Belfield doch nicht der rücksichtsvolle, nette Nachbar ist. Am Ende von Little Benty lebt ein älteres Ehepaar. Und diese Leute soll er schikaniert haben. Angeblich schüttete er Unkrautvernichtungsmittel in ihren Garten, der ihr ganzer Stolz gewesen war. Er klaute Gartentore, die er dann in seinem eigenen Garten verwendete. Und dann hielt er auch zwei scharfe Hunde in einem Zwinger und befestigte Stacheldraht auf seinen Zaun. Ich weiß nicht, was er damit erreichen oder was er verstecken wollte, aber das alles war äußerst seltsam. Lovarini bemerkt auch, dass mit dem Familienleben seines Nachbarn etwas nicht in Ordnung ist. Nach außen hin spielten die beiden das glückliche Paar, aber Emmas Verhalten sprach eine ganz andere Sprache. Ich glaube, sie hatte Angst vor Levi, der sie herumkommandierte. Sie weinte viel und das tut ein glücklicher Mensch eigentlich nicht. Belfields ehemalige Partnerin Johanna Collings hat in ihrer Beziehung mit Belfield Ähnliches erlebt. Als ich mit meiner Tochter schwanger war, war er überglücklich. Und dann änderte sich das, denn er hatte bereits Töchter mit seiner Ex-Partnerin und wünschte sich einen Sohn. Von da an ging es bergab mit uns. Seine Stimmungsschwankungen waren extrem. Eben noch war er nett und in der nächsten Minute rastete er aus. Sein Essen musste ihm auf eine besondere Weise serviert werden. Die Erbsen mussten separat neben den Kartoffeln liegen. Alles musste ich ihm kleinschneiden und vor ihm kosten. Offensichtlich war er davon überzeugt, dass ich ihn vergiften wollte. Ich sollte nackt auf dem Fußboden schlafen, ohne Decke oder Matratze. Einmal musste ich die ganze Nacht nackt auf einem Hocker im Schlafzimmer sitzen. Er sorgte dafür, dass man sich vorkam, als hätte man etwas falsch gemacht. Im Spätsommer 2002 verbreitet sich in Walton-on-Thames eine schreckliche Nachricht. Man hat die Leiche der Schülerin Millie Dowler gefunden. Wir fanden sie im September 2002 in einem Waldstück in Hampshire. Der Verwesungsgrad legte nahe, dass sie schon eine ganze Weile dort lag. Er hatte sie nackt weggeworfen. Es war absolut grausam und mitleidlos. Die Ermittler suchen verzweifelt nach einem Hinweis, während der Täter offensichtlich auf den Geschmack gekommen ist und schon nach einem neuen Opfer Ausschau hält. Im September 2002 wird in Hampshire die Leiche der 13-jährigen Schülerin Millie Dowler gefunden. 6 Monate zuvor war sie von einer Bushaltestelle in Walton-on-Thames verschwunden. Der geschichtsträchtige Londoner Stadtteil Hampton liegt nur knapp 10 Kilometer entfernt am nördlichen Ufer der Themse. Der 4. Februar 2003 ist ein Dienstag. Lange nach der Rush-Hour macht sich eine Schülerin auf den Heimweg. Marcia McDonald war 19 Jahre alt und lebte mit ihrer Familie in Hampton in Middlesex. Sie war mit einer Freundin im Kino gewesen und nahm den Nachtbus nach Hause. Detective Chief Inspector Colin Sutton beschreibt, was an dem Abend geschah. Marcia stieg im Stadtzentrum von Kingston in einen Bus der Linie 111. An dieser Haltestelle stieg sie aus, der ihrem Zuhause am nächsten gelegenen.
Es war gegen 23.30 Uhr. Sie stieg aus, ging erst links und bog dann nach rechts in ihre Straße ab. Ihre Eltern wohnten knapp 100 Meter entfernt. Sie ging sorglos die Straße hinunter. Alles war wie immer. Plötzlich war jemand hinter ihr und versetzte ihr einen heftigen Schlag auf den Kopf. Äußerst brutal. Es gab weder Zeugen noch Spuren am Tatort. Als hätte sie der Blitz erschlagen. Am nächsten Tag erliegt Marcia McDonald ihren schweren Verletzungen. Die Ermittler klammern sich an eine einzige Spur. Aufgrund der Überwachungskamera im Bus kannten wir die genaue Uhrzeit, zu der sie den Bus verließ. Und wir sahen einen silberfarbenen Vauxhall Corsa. Der Wagen fuhr bis zur Kreuzung und bog dann links ab. Leider waren das die einzigen Bilder, denn der Bus fuhr weiter. Das Fahrzeug kann zunächst nicht ermittelt werden. Und ein Motiv für den Bushaltestellenmord gibt es auch nicht. Ein solcher Überraschungsangriff steht immer für Dominanz und Kontrolle. Diese Art von Überfall verschaffte dem Täter geistige Befriedigung. Ihm gefiel es, sein Opfer zu überwältigen und die Kontrolle zu haben. Hampton steht unter Schock. Der 34-jährige Levi Belfield arbeitet zu dieser Zeit als Türsteher in einem Nachtclub in einem der Vororte. Er ließ sich nichts bieten und prügelte sich gerne. Und das war auch in der Türsteherszene und bei den Gästen bekannt. Man könnte sagen, er war sehr überzeugend. Und er bekam immer, was er wollte. Er war ein großer Kerl, breitschultrig, aber mit dünnen Beinen. Immer lief er rum, als gehörte ihm die Welt. Doch der Mann aus Isleworth war nicht immer so eine imposante Erscheinung. Als Kind war er ein Schwächling, sah immer kränklich aus und wurde von seiner Mutter verhätschelt. Sie wischte ihm den Hintern ab, bis er 12 war. Ein absolutes Muttersöhnchen. Er schlief noch mit 16 bei ihr im Bett. Seine Mutter sagte einmal zu mir, wenn Levi zu Besuch ist, schläft er immer mit mir in einem Bett. Hallo? Da war er schon Mitte 30. Wenn Familienbindungen sehr stark sind, kann es durchaus zu unangemessenen Verhaltensweisen kommen. Zu Grenzüberschreitungen körperlicher und auch nicht körperlicher Natur. Psychische Übergriffe. Doch Belfield pflegt nicht nur eine seltsame Beziehung zu seiner Mutter. Auch seine ersten sexuellen Erfahrungen entsprechen nicht ganz der Norm. Es gab da so eine Geschichte, dass er mit 15 Sex mit dem Kaninchen seiner Schwester hatte und dem Tier dann das Genick brach. Sein abnormes Verhalten lässt ihn zum Außenseiter werden. Die Mädchen hänselten ihn und nannten ihn Bugsy, Spinner. Fast alle von uns hatten in ihrer Jugend irgendwelche peinlichen Erlebnisse, die man nicht vergisst, auch wenn man 150 wird. Man muss sich nun in die Lage eines Menschen versetzen, der jeden Tag und immerfort von allen gehänselt und verspottet wird. Es ist klar, dass sich in diesem Menschen irgendwann ein ungeheurer Hass aufbaut. Ein Jahr ist seit dem brutalen Mord an Marcia McDonald in Hampton vergangen. Doch der Täter läuft noch immer frei herum. Kate Sheedy war eine 18-jährige Schülerin. Sie war spätabends auf dem Heimweg.
Sie war mit Schulfreundinnen in ein paar Kneipen unterwegs gewesen und nahm den Bus nach Hause. Hier stieg sie aus und lief auf dieser Seite der Straße nach Hause. Plötzlich bemerkte sie, dass hinter ihr ein Wagen anhielt. Der Wagen bremste mit quietschenden Reifen und schlitterte halb über den Gehweg. Instinktiv spürte sie die Gefahr. Ihr war die Sache nicht geheuer, also wechselte sie rasch die Straßenseite. Doch das kann den Killer nicht von seinem Vorhaben abbringen. Wahrscheinlich dachte er, sie hielte sich für etwas Besseres, weil sie nichts mit ihm zu tun haben wollte. Also wollte er ihr eine Lektion erteilen. Hier begann sie, die Straße zu überqueren. Da gab der Fahrer des Wagens Gas und überfuhr sie. Im Rückwärtsgang überfuhr er sie ein zweites Mal. Und ein drittes Mal. Schließlich fuhr er in die Richtung davon, aus der er gekommen war. Shidi erlitt schwerste Verletzungen, mehrfache Rippenbrüche, einen Milzriss und Wirbelsäulenschäden. Ihr Leben hing am seidenen Faden. Niemand wusste, ob sie die Attacke überleben würde. Doch am Ende kommt Kate Shidi trotz ihrer Verletzungen durch. Mit ihrer Kraft kehrt auch ihr Erinnerungsvermögen zurück. Sie kann sich an diverse Details am Wagen des Täters erinnern. Es war ein weißer Van mit abgedunkelten Scheiben und sie erinnerte sich, dass der Außenspiegel auf der Fahrerseite kaputt war. Der Van ist auf den Bildern der Überwachungskameras zu sehen, wird aber zunächst wegen eines Fehlers nicht entdeckt. Während die Spuren im Sande verlaufen, bleibt Belfield weiterhin unentdeckt. Der Türsteher ist dennoch bereits als gewalttätig bekannt. Wenn er anfing, mit dem Oberkörper hin und her zu wippen, war er kurz davor zu explodieren. Dann riefen mich die Jungs vom Club an und sagten, du musst kommen. Ich war eine der wenigen, denen es immer wieder gelang, ihn zu beruhigen. Belfields unberechenbare Wutanfälle ereignen sich zum ersten Mal in seiner Teenagerzeit, in der er eine radikale Metamorphose durchmacht. Er begann mit Gewichtheben und nahm anabole Steroide. Aus dem kleinen, schmächtigen Bubi wurde auf einmal ein Kerl von 125 Kilo mit einem Halsumfang von 50 Zentimetern. Benutzung und Missbrauch von Anabolika können zu aggressivem Verhalten führen, sogenanntem Roid Rage. Das Ganze wurde gepaart mit Belfields Gefühl von Unzulänglichkeit, Wut und Hass. Belfield missbraucht auch seine Position als Türsteher. Meines Erachtens genoss er es, wenn er Frauen schikanieren und herumkommandieren konnte. Einmal erzählte er mir, sie würden manchmal länger dableiben, um noch ein paar Frauen anzumachen, mit ihnen was zu trinken und vielleicht auch im Bett zu landen. Ich drehte mich einfach nur um und sagte zu ihm, sowas interessiert mich nicht. Er hatte oben im Club ein Zimmer, in das er die Frauen mitnahm, die laut seiner Aussage darum bettelten. Dort missbrauchte er sie dann. In seinen Van baute er ein Bett und getönte Scheiben ein, sodass niemand hineinsehen konnte. Er nahm die Frauen mit, um sich an ihnen zu vergreifen. Während Belfield wie ein Raubtier durch die Straßen streift, ereignet sich im Südwesten Londons ein weiteres furchtbares Verbrechen.
Drei Monate nach dem Überfall auf die wehrlose Schülerin Kate Sheedy schlägt der Bushaltestellenmörder wieder zu. Chief Inspector Colin Sutton erinnert sich. Es war morgens früh. Ich war noch zu Hause, als mich der Anruf erreichte. Eine junge Frau war im Twickenham Park totgeschlagen worden. Zu dem Zeitpunkt wusste man noch nichts. Nur, dass es der Angriff eines Fremden gewesen sein musste. Bei der Toten handelt es sich um die 22-jährige Amélie de Lagrange. Amélie de Lagranges Leiche wurde hier gefunden, etwa auf halbem Weg zum Cricketplatz bei dem großen Baum da drüben. Man hatte ihr mit einem stumpfen Gegenstand sehr heftig auf den Hinterkopf geschlagen. Kurz darauf starb sie. Sie war 22 Jahre alt und stammte aus einem kleinen Dorf in der Picardie in Frankreich. Sie war nach England gekommen, um hier die Sprache zu lernen. Sie lebte in einer schönen Gegend im Südwesten Londons, die nicht als besonders gefährlich galt. An diesem Tag ist Amélie de Lagrange mit Freundinnen in der Stadt unterwegs. Sie fährt mit dem Bus nach Hause. Vermutlich nickt sie ein und verpasst ihre Haltestelle. Sie fragte den Busfahrer, wann der nächste Bus in die Gegenrichtung käme. Er sagte in 10 Minuten. Da es ein schöner Abend war, beschloss sie jedoch, die Strecke zu Fuß zu gehen. Es war nicht weit. Sie kam zur Ecke, wo es in den Park geht. Man sah die Straßenlaternen. Also ging sie durch den Park. Und auf einmal kam jemand von hinten angerannt und schlug mit brutaler Gewalt auf sie ein. Die Tat erinnert an den Mord an Marcia McDonald. Auch sie ist durch einen Schlag auf den Kopf getötet worden. Es gab eine Art Morddreieck. Millie Dowler in Walton on Thames, Marcia McDonald in Hampton und Amélie de Lagrange in Twickenham. Alle Orte sind nur 5 bis 6 Kilometer voneinander entfernt. Die Art der Angriffe war äußerst ungewöhnlich. Blitzüberfälle auf junge Frauen, die allein unterwegs waren. Und alle Attacken ereigneten sich in Gegenden von London, die üblicherweise als äußerst ruhig und sicher galten. Doch genau in diesen ruhigen Vororten treibt sich der 34-jährige Levi Belfield herum. Zwischen 2002 und 2004 ereignen sich in einigen Vororten im Südwesten Londons mehrere äußerst brutale Überfälle auf junge Frauen. Mit dem Mord an Amélie de Lagrange findet die Gewalt ihren vorläufigen Höhepunkt. Zur selben Zeit ist auf den Straßen dieser Vororte Levi Belfield mit seiner neuesten Geschäftsidee unterwegs. Parkkrallen verteilen sah er als eine neue Berufung an, mit der er sich viel Geld verdienen ließ, also sattelte er um. Er lief herum und befestigte die Radkrallen sogar an Fahrzeugen, die absolut regelkonform geparkt waren. Dann wartete er, bis der Fahrer wieder kam und verlangte von ihm 400 Pfund in bar. Das war genau der richtige Job für ihn. Er hatte mit Autos zu tun, konnte Leute einschüchtern und mitunter auch mit Gewalt drohen. Und genau das tat er. Seine Ex-Partnerin Johanna Collings erinnert sich an Belfields Idee und wie er die Sache handhabte. Er inserierte die Neueröffnung eines Bordells im örtlichen Anzeigenblatt. Allen Interessenten nannte er eine Adresse und einen Ort in der Nähe, wo man parken konnte. Die Leute fuhren auf den Parkplatz und gingen zu der Adresse, die allerdings gar nicht existierte. Als sie wieder zu ihren Autos kamen, hatte Levi ihnen Parkkrallen verpasst.
Er setzte nicht etwa eine Anzeige in die Zeitung, in der er für kostenlose Angel- oder Sportausrüstungen warb. Nein, er wollte gezielt Leute erpressen, die auf eine Sexannonce reagiert hatten. Sein Plan war von Anfang an, sie in Schwierigkeiten zu bringen. Daran hatte er Freude. In der Zwischenzeit gelingt der Polizei der Durchbruch im Mordfall Amélie de Lagrange. Denn der Täter hat einen Fehler gemacht. Man konnte de Lagranges Handy orten. Es war erst 20 Minuten, nachdem man ihre Leiche gefunden hatte, ausgeschaltet worden. In Walton-on-Thames. Wer auch immer ihr Handy an sich genommen hatte, war also mit dem Auto unterwegs. Denn anders war die Strecke in dieser Zeit nicht zu bewältigen. Wir gingen davon aus, dass der Mörder ihr Handy von Twickenham nach Walton-on-Thames mitgenommen hatte. Die Ermittler sichten 2000 Stunden Material aus Überwachungskameras. Sie bemerken ein spezielles Fahrzeug. Wahrscheinlich fuhr der Täter einen Ford. Leider mussten wir feststellen, dass wir 25.000 Fahrzeuge dieses Typs hätten überprüfen müssen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Eine Frau bekommt eine grässliche Vorahnung. Es fühlte sich an, als hätte mir jemand einen Eimer eiskaltes Wasser übergeschüttet. Johanna Collings meldet sich bei der Polizei. Ich ging zur Polizei und sagte, ich wüsste vermutlich, wer der Mörder ist. Ach so? Und wieso glauben Sie das? Da erzählte ich, dass mein Ex Parkkrallen verteilte und einen weißen Van fuhr. Endlich hat die Polizei Levi Belfield im Visier. Detective Chief Inspector Colin Sutton überprüft den Verdächtigen. Ich ging seine Akte durch, die ziemlich dick war, obwohl es nicht viele strafrechtliche Verurteilungen gab. Ich stellte fest, dass er im Mai 2004 am Steuer eines weißen Toyota Previa festgenommen worden war. Das war ein Van, das wusste ich. Der Wagen passt auch auf die Beschreibung des Fahrzeugs, von dem Kate Sheedy in Isleworth überfahren worden war. Und nun wurde es interessant. Da war jemand, der einen weißen Van fuhr, von der Art, wie wir ihn suchten. Vielleicht war das unser Täter. Und auch der Wagen, der in Zusammenhang mit dem Mord in Hampton 2003 gesucht wurde. Der silberfarbene Vauxhall Corsair gehört Levi Belfield. Das genügt den Ermittlern, um den Mann zu verhören. Wir beschlossen, ihn vorläufig festzunehmen und fuhren am 20. November 2004 morgens früh zu seinem Haus. Als er die Polizisten sieht, versucht Belfield, sich zu verstecken. Ein Sergeant beschloss, auf dem Dachboden zu suchen. Da war eine Öffnung in der Decke. Er holte sich eine Leiter, kletterte hinauf und erreichte einen Dachboden, der offensichtlich gerade isoliert worden war. Dort entdeckte er Belfield, unbekleidet, der dort wie ein großer Klumpen lag. Der Sergeant sagte nur, Sie sind festgenommen. Schon kurz nach der Festnahme ist klar, dass der Türsteher für viele ungeklärte Straftaten in den südwestlichen Vororten Londons verantwortlich ist. Es stellte sich sehr schnell heraus, dass Levi Belfield viel mehr Schaden angerichtet hatte als bisher angenommen. In diesem Zusammenhang untersuchten wir 27 Fälle von Mord, schwerer Körperverletzung oder Vergewaltigung. Bald überraschte uns nichts mehr, was wir über Levi Belfield herausfanden. Einige Dinge, die die Leute uns erzählten und die er getan hatte, waren einfach unfassbar. Doch die Ermittlungen konzentrieren sich vor allem auf die drei Mordfälle. Die Überwachungsbilder werden analysiert und daraus ergibt sich eine Theorie, wie Belfield sich seine Opfer gesucht hat.
Die Busse sind im Inneren hell erleuchtet. Das heißt, von außen sind die Passagiere relativ gut zu sehen. Mann oder Frau, alleine oder nicht. Wir waren ziemlich sicher, dass Belfield sich diese Tatsache zunutze gemacht hat, um seine Opfer auszusuchen. Bei all seinen Opfern handelt es sich um junge Frauen. Auch diese Vorliebe kann Belfields Ex-Partnerin bestätigen. Levi stand auf Schulmädchen. Wenn man mit dem Auto durch die Straßen fuhr, rief er ihnen manchmal Dinge zu, für die ich mich wirklich schämte. Und ich saß neben ihm. Man fragte sich unwillkürlich, was er den Mädchen sagte, wenn ich nicht dabei war. Ihn faszinierten junge Mädchen. Genau solche Mädchen, die er nie haben konnte. Typ Jungfrau, gebildete Mittelschicht, die aber auf seine Sprüche nicht hereinfielen. Und deshalb war er sehr wütend auf sie. Die Ermittler können sich dank der Aussagen von seiner aktuellen und seiner ehemaligen Partnerin bald ein ziemlich genaues Bild von Belfield machen. Johanna Collins ist eine respekteinflößende Frau. Es will auf den ersten Blick nicht passen, dass sie ein Opfer von Belfield war. Und doch berichtete sie von gewaltsamen Übergriffen während der Zeit ihrer Beziehung. Er schlug mich nie ins Gesicht. Er schlug nur auf den Körper oder die Beine, damit man nichts sah. Und wehe, man fing an zu weinen oder gab einen Ton von sich, dann schlug er noch fester zu. Wenn man hinterher blaue Flecken hatte, machte es ihm großen Spaß, genau auf dieselbe Stelle nochmal einzuschlagen. Mit der Zeit entwickelte er eine unglaublich beleidigende und ausfällige Art gegenüber Frauen. Sie hatten zu tun, was er wollte, oder sie waren nichts wert. In seinen Augen waren sie sein Eigentum, das er herumkommandieren konnte. Er missbrauchte Frauen auf furchtbare Weise. Johanna Collings Haus im wohlhabenden Vorort Strawberry Hill erweist sich als idealer Ausgangspunkt für Belfields Beutezüge. Hinter unserem Haus war eine lange, schmale Gasse. Man betrat sie vom Bahnhof aus. Sie war knapp 2 Kilometer lang. Dort war er unterwegs. Und dann fand ich sein Vergewaltigungskit in meiner Garage. In einer schwarzen Mülltüte fand ich die alte Donkeyjacke meines Vaters. Außerdem ein großes Küchenmesser, eine Sturmhaube und eine Zeitschrift. In dieser Zeitschrift hatte er auf alle Blondinen eingestochen und ihre Gesichter zerschnitten. Sein Hass auf Blondinen scheint sich in den Morden an den 3 jungen Frauen manifestiert zu haben. Als sich die Beweise erhärten, wird am 2. März 2006 offiziell Anklage gegen Levi Belfield erhoben. Ich hatte das Vergnügen, Levi Belfield höchstpersönlich davon zu unterrichten, dass wir ihn des Mordes anklagen. Ich sah ihm dabei in die Augen. Und sein Blick war eiskalt, kein Flackern, nichts. Keine Gefühlsregung. Er sah mich einfach nur an, als ich mit ihm sprach und sagte dann, ich bin nicht schuldig. "2007 wird das Verfahren gegen Belfield eröffnet. Ihm werden die Morde an Marsha McDonald und Amélie de Lagrange und der versuchte Mord an Kate Sheedy zur Last gelegt. Ich saß in seiner Nähe und ich war regelrecht fasziniert davon, wie uninteressiert er zu sein schien. Er verbrachte viel Zeit damit, an die Decke zu starren, seine Fingernägel zu betrachten oder zu gähnen. Man konnte nicht sagen, ob er nur spielte oder wirklich gelangweilt war. Aber ich hatte fast den Eindruck, dass er die gesamte Prozedur ermüdend fand. Belfield saß mit absoluter Unschuldsmiene da. Er tat so, als ob er kein Wässerchen trüben könnte. Er war ganz ruhig, artikuliert und sah ordentlich aus. Er leugnete alles, kam aber damit bei den Geschworenen nicht durch.
Er sagte, ich kämpfe hier um mein Leben. Kaum hatte er das gesagt, sah ich die Geschworenen und den Richter an und wir alle dachten in diesem Moment dasselbe. Diese Chance hatten Amelie und Marsha nicht gehabt. Am 25. Februar 2008 wird Levi Belfield wegen zweier Morde und eines versuchten Mordes verurteilt. Belfield gab keine Erklärung ab. Er akzeptierte seine lebenslange Haftstrafe und ließ sich dann in seine Zelle führen. Gleichzeitig spricht der Richter die Empfehlung aus, dass Belfield nie wieder entlassen werden sollte. Als der brutale Mörder hinter Schloss und Riegel ist, kommen weitere schreckliche Dinge über ihn ans Licht. Ich blätterte noch einmal in seiner Akte und stellte fest, dass er 2002 in Walton-on-Thames gelebt hatte. Damals war Millie Dowler verschwunden. Ich fand heraus, dass seine Adresse nur knapp 20 Meter von dem Ort entfernt war, an dem Millie Dowler zum letzten Mal gesehen wurde. Levi Belfield gilt nun als Hauptverdächtiger in einem Mordfall, der die Polizei schon seit 6 Jahren beschäftigt. Im Februar 2008 gilt der verurteilte Mörder Levi Belfield als Hauptverdächtiger im Mord an der 13-jährigen Schülerin Millie Dowler. Die Ermittler haben herausgefunden, dass er 6 Jahre zuvor in Walton-on-Thames in einem Apartment unweit der Stelle wohnte, an der das Mädchen damals verschwunden war. Am 21. März 2002 verlässt Levi Belfield mit dem Wagen seiner Partnerin ein Haus in West Drayton. Er liebte das Risiko. Deswegen fuhr er dauernd mit dem Auto herum und suchte nach potenziellen Opfern. Millie Dowler kommt am Nachmittag desselben Tages mit dem Zug in Walton-on-Thames an. Der Ort ist keine 20 Minuten von West Drayton entfernt. Eine Freundin, die sie zu einer Bushaltestelle begleitete, ist die letzte Person, die sie lebend gesehen hat. Innerhalb der 12 Minuten, in denen Millie zum letzten Mal gesehen wurde, erfasste eine Überwachungskamera an einem Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Deo Nexia, der nach links abbog. Der Fahrer des Wagens ist Levi Belfield. Er ist häufig hier und seine Ortskenntnisse ermöglichen ihm einen besonderen Handlungsspielraum. Gleich neben der Bushaltestelle war eine kleine Lücke in einer sehr hohen Hecke. Belfield muss an diesem Tag auf der anderen Seite der Hecke gewartet haben. Vielleicht war er durch die Lücke geschlüpft, als er Millie Dowler an der Bushaltestelle stehen sah. Ich vermute, dass er Millie Dowler über die Straße hinweg zuwinkte, um nicht auf den Überwachungsbildern aufzutauchen. Dann brachte er sie in seine Wohnung, Collingwood Place 24, und brachte sie um. Schließlich wird im Mai 2011 Anklage gegen Belfield erhoben, 9 Jahre nach dem Mord an Millie Dowler. Belfields Ex-Partnerin Johanna Collings tritt als Zeugin auf. Alle anderen sagten nur hinter einer Glasscheibe aus, aber ich wollte weder die Scheibe noch eine Videoaussage machen. Ich brauchte mich nicht zu verstecken. Ich sah, dass er sich darüber ärgerte. Er sah mich wütend an und rutschte auf seinem Stuhl hin und her. Belfield wird des Mordes für schuldig befunden. Die Schlagzeile in der Zeitung am nächsten Morgen lautete: Er tötete auch Millie. 7 Wochen nach Verhandlungsbeginn wird Belfield zu einer zweiten lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Er gähnte, als er schuldig gesprochen wurde. Ich saß da und beobachtete ihn. An ihm war kaum eine emotionale Regung zu erkennen. Wir wissen, dass Belfield immer stark erscheinen wollte. Daher zeigte er auch im Gerichtssaal keinerlei Emotionen.
denn das war seiner Auffassung nach ein Zeichen von Schwäche oder Verwundbarkeit. Tatsächlich hielt er sich für überlegen und unantastbar. In den Straßen der Vororte kehrt endlich wieder Ruhe ein. Belfields Schreckensherrschaft ist zu Ende. Doch er hat weder seine Schuld eingestanden, noch ein Motiv für seine brutalen Taten genannt. Wir wissen nicht, wieso er Amelie und Marsha tötete und wieso er Kate überfuhr. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass er versuchte, vom Auto aus die Frauen anzusprechen und keinen Erfolg hatte. Wenn man Belfields Verhalten in einem Satz erklären wollte, ließe es sich darauf herunterbrechen. Er fühlte sich unzulänglich und war von einem Selbsthass erfüllt, den er damit ausgleichen wollte, dass er zu anderen grausam war und ihnen Leiden verursachte. Das baute ihn auf. Doch war seine extreme Gewalttätigkeit das Resultat eines gescheiterten Lebens oder wurde er als Mörder geboren? Belfield ist ein Soziopath, wie er im Buche steht. Er hat keinerlei emotionale Verbindung zu seinen Mitmenschen, kennt weder Empathie noch Sympathie. Er ermordete Menschen. Einfach so. Er löschte Leben aus. Ein solches Verhalten entwickelt man nicht. Diese Anlagen waren ihm von Anfang an gegeben. Er wurde als Kind gehänselt, ausgelacht und erniedrigt. Die Wut darüber wird ein Mensch nicht mehr los. Manchmal führt sie zum Selbstmord, aber bei Belfield richtete sich die Wut nach außen. Ich glaube nicht, dass er als Mörder geboren wurde. Ich glaube, es hat was mit seinem familiären Hintergrund zu tun, den Dingen, die ihm in seiner Kindheit widerfahren sind. Das führte dazu, dass er das Leben hasste und tat, was er tat. Er wurde als böser Mensch geboren. Und zwar so böse, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als zum Mörder zu werden. Levi Belfield ist derzeit in der Justizvollzugsanstalt Wakefield untergebracht. Sein nachhaltiges Schweigen über sein Motiv belastet die Angehörigen und Freunde der Opfer bis heute schwer. Wieso? Wieso hat er das getan? Es muss einen Grund dafür geben. Die Familien müssen endlich Frieden finden. Diese Frauen haben den Tod nicht verdient. Sie waren jung und unbeschwert. Sie hatten das Leben noch vor sich. Es macht alles überhaupt keinen Sinn. Belfields grausame Taten werden eines Tages in Vergessenheit geraten. Aber das Andenken an Amélie de Lagrange, Marsha McDonnell und Millie Dowler bleibt. Meine Meinung über diesen Mann ist noch immer dieselbe. Er ist ein brutaler Schläger und er hat bekommen, was er verdient. Wenn er damit nicht leben kann, sein Problem. That's his problem.